Hallo zusammen und wir sind wieder da. Wir machen das mal eine Übung, wo wir am Boden runtergehen. Ihr könnt gerade an ein Mattenende kommen und wir rollen langsam ab. Wir rollen das Kini einrollen und so Wirbel für Wirbel abrollen. Ganz langsam. Wolltest du wirklich Wirbel für Wirbel zum Boden bringen und du gehst einfach so weit, wie es geht. Und wenn du nicht mehr weiterkommst, irgendwann gehen wir in die Knie, kommen so auf die Matte, von hier aus in den Langsitz, mit dem Fuß aufstellen, am vorderen Ende der Matte, dass wir mit dem Kopf Platz haben. Und jetzt rollen wir von hier aus ganz langsam ab. Der Rücken wird rund. Guten Bauch heben, Beckenboden spannen, Füße in den Boden einstossen. Ganz langsam abrollen, Wirbel für Wirbel. Und den Kopf ganz am Schluss ablegen. Ich muss hier gleich noch ein bisschen korrigieren. Füße aufgestellt, nicht ganz nah, nicht zu weit weg. Finde so eine Mitte für dich. Und sonst kann man immer noch korrigieren, wenn man in der Übung ist. Wir nehmen die Arme hoch, die Handflächen zueinander. Die Schulterblätter bewusst auf dem Boden. Jetzt ziehen wir ein Schulterblatt weg. Und wieder tief. Andere Schulterblatt wegziehen. Du wechselst ab. Eine ist rechts, eine ist links. Einzel wegziehen. Den Schnuff fliessen. Beide Arme wieder in der Mitte, die Schulterblätter auf dem Boden. Und von hier aus gehen wir ganz langsam auf die Seite, lassen die Arme auf die Seite sinken. Und wenn man es langsam macht, ist es strenger. Die Arme sind gestreckt. Du kommst mit dem Handrücken Richtung Boden, du näherst dich im Boden immer mehr an. Und kommst auf den Boden und wieder zurück. Wir machen das gerade noch einmal mehr. Die Schulterblätter bewusst auf der Matte behalten. Und richtig schön langsam die Arme sinken. Bevor du am Boden kommst, noch bleiben. Heben einen Moment. Dann darf man den Boden berühren. Und wieder zurückkommen. Nehmen die Arme Richtung Füße, mit der Handfläche in den Boden rein. Gehen von hier aus in die Schulterbrücke. Der Fokus ist beim Steißbein. Das Steißbein tust du einrollen, das Schambein zum Bauchnabel ziehen und so kommst du Wirbel für Wirbel hoch. Schau, dass du in den Knien keine Bewegung hast, dass Knie und Füße den gleichen Abstand haben. Bleib da oben auf den Schulterblättern liegen. Die Schulterblätter sind tief unten im Rücken. Jetzt schlüpfen wir das eine Bein ab in die Luft. Möglichst gerade hoch. Machen einen kleinen Kreis. Beckenboden ist gespannt. Den Schnuff fließen. Richtig. Eine Kreisrichtung. Und in die andere Seite noch. Wieder in die Mitte kommen. Dann schieben wir das Bein nach vorne schieben und anziehen. In die Verlängerung vom anderen Bein ausstrecken und anziehen Richtung Oberkörper. Abwechseln. Gut schnaufen. Und immer das Becken oben behalten. Und wenn ihr zwischendurch eine Pause braucht, dann legt ihr das Becken ablegen und steigt wieder ein. Kommt wieder in die Brücke zurück. Das letzte Mal abstellen. Wenn es geht, gehen wir von hier aus gerade weiter, ohne das Becken abzustellen. Das Bein hoch. Kreisrichtung. In eine Richtung. Kreisrichtung in eine Richtung. Super Satz. Und die Richtung noch wechseln.
Und je weniger Gewicht, das du hier in den Armen hast, desto mehr musst du aus der Mitte Kraft holen. Wenn ihr euch herausfordern wollt, könnt ihr hier die Arme auch ablüpfen. Dann wieder zurück. Kommt in die Mitte, bleiben. Wir ziehen das Bein an. Strecken es aus in die Verlängerung vom anderen Bein. Anziehen. Ausstrecken. Anziehen. Ausstrecken. Ane. Aus. Noch zwei mehr. Ich muss da mal etwas auf die Zeit schauen. Und abstellen. Nehmen wir die Arme über den Kopf. Und langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Ganz langsam, bewusst. Ziehen die Knie zu euch hin, umfassen die Knie mit euren Händen und machen Kreis. Zuerst in die eine Richtung. Und Kreisrichtung noch wechseln. Bein abstellen und ausstrecken. Jetzt gehen wir in der Rückenlage, bleiben in der Rückenlage und pressen unser Knie nach oben. Du willst eigentlich die Halswirbelsäule wie gerade machen und versuchst, dein Knie nach oben zu pressen. Es ist etwas schwierig, wenn man noch gleichzeitig reden muss, wenn man das macht. Richtig fest mit Kraft abpressen und wieder lösen. Mach das noch ein paar Mal. Richtig fest einen langen Nacken überkommen und die Welle, das Knie durch den Boden durchdrücken. Und lösen. Jetzt machen wir das Gleiche mit der Brustwirbelsäule. Du bringst deinen ganzen Rücken auf die Matte. Gleichzeitig auch die Halswirbelsäule. Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule an den Boden bringen. Du willst alles an den Boden tun. Boden abpressen. Wir haben eine natürliche doppelte S-Kurve. Und mit Druck, wenn wir jetzt die an den Boden bringen. Und immer wieder lösen. Da kannst du wirklich in deinem Tempo das machen. Und immer den Beckenboden anspannen. Das ist nie verkehrt, wenn wir das machen. Das hilft uns da immer, die Kraft ein bisschen zu übernehmen auch, oder zu stabilisieren. Dann gehen wir noch tiefer. Du tust also auch noch den Lendenwirbel alles an den Boden pressen und die Knie willst du an den Boden pressen, die Fersen willst du an den Boden pressen. Alle Punkte, die auf den Boden kommen, willst du abpressen. Mit Kraft. Alles. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Wieder lösen. Wenn man das intensiv macht, ist das wirklich streng. Krafttraining. In der Stube daheim brauchen wir kein Gerät von dem Fitnesscenter und haben bestes Training. Wir machen es noch einmal. Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Kniekehlen, Fersen. Alles in den Boden pressen, die Schultern sind weit weg von den Ohren. Du drückst, du gehst noch mehr. Komm, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Alles pressen. Volle Pulle, alles Wellen durch die Matte durchpressen. Und langsam lösen. Ziehst die Beine noch einmal zu dir her, streckst sie aus und fassest sie an der Beinrückseite, dort wo du herkommst, streckst die Beine ganz durch, also die Knie ganz durchstrecken. Die Beine sind parallel und lass dich da sinken. Du kannst aktiv deine Beine abziehen, dass es zieht, dass du einen Zug spürst auf der Beinrückseite. Vielleicht spürst du es sonst an einem Ort. Ich sage immer, ihr wisst es. Hauptsache, wir spüren es irgendwo.
Dort, wo wir am meisten Spannung haben, spüren wir es zuerst. Und wenn etwas anderes halt noch höhere Spannung hat, dann spüren wir es dort. Gut reinschnaufen. Mit jedem Einschnaufen, dort dann schnaufen, wo es zieht, und beim Ausschnaufen noch ein Stückchen tiefer kommen. Aktiv die Beine runterziehen, ohne dass wir über unser 9,5 gehen. Knie durchstrecken, möglichst die Beine richtig in die Streckung bringen. Und den Schnaufen fließen. Es darf auch ein bisschen zittern. Und dann langsam lösen. Knie absetzen. Beine noch einmal ausstrecken, die Arme über den Kopf. Flex deine Füße und streck sie aus. Flexen und strecken. Nochmal flex. Strecken. Das letzte Mal richtig aufziehen. Die Zehen. Ausstrecken. Den über den Kopf zurückbringen. Beine anziehen. Gang auf eine Seite in ein Päckchen, so eine Embryostellung. Du kannst auch den Arm unter dem Kopf legen, wenn du willst. Und bleib dort noch für ein paar Atemzüge, bevor wir uns dann ins Sitzen schieben. Nimm deine Hände zur Hilfe, stoss dich auf ins Sitzen. Komm in Diamantsitz. Die aufrichten, die Schulter fallen, das Brustbein aufstellen, ein bisschen nach hinten lehnen, wieder gerade, ausschnaufen, nach hinten lehnen, wieder einschnaufen, noch zweimal, lang werden, einschnaufen. Ausschnaufen, das letzte Mal nach hinten schieben. Einschnaufen. Wieder gerade kommen. Für dich alles ausschütteln, so wie es gerade gut und bequem ist. Und dann sind wir am Ende angelangt von diesem Video. Ich danke euch fürs Mitmachen.